Hallo, ihr lieben Golfit-Freunde. Wir sehen uns hier heute wieder bei Jungle Stone. Zum ersten Mal, zum absolut ersten Mal. Also nicht zum ersten Mal in Golfit, aber zum ersten Mal diese Karte. Wir kennen sie hundertprozentig nicht. Und wir spielen zusammen mit dem Domi von der Domi-Nation. Uha! Und Taylor ist auch dabei. Hallihallo. Ja. An deinem Sarkasmus musst du noch arbeiten. Habe ich alles Wichtige gesagt, oder? Auf jeden Fall. Und auch alles Wichtige eingestellt, hoffentlich. Hard Mode, No Reset, Kollision, 12 Schläge, 2 Minuten, go. Jetzt mal. Die Musik klingt übrigens so, als ob die in einem Krimi oder in irgendwelchen Nachrichten im Hintergrund laufen könnte. Die klingt sehr cool. Das ist ja ein spaciger Krimi. Ja. Final Countdown. Dann noch diese gruselige Stimme dazu. Wow. So. Eier. Dschungel. Eier, wir brauchen Eier, ja. Stimmt, ist ja bald Ostern. Ja. Und da holt Domi wieder zurück. Passt doch wieder mal. Schauen wir mal. Der bereitet sich das ganze Jahr schon auf Ostern vor. Ja. Ah. Stimmt, eigentlich müsste ich die Ostereier jetzt wechseln. Und sagen, Ostern mag ich nicht. Jetzt irgendwas Weihnachtliches wieder. Ja. Oh nein, wie dumm lieg ich denn? So. Oh Gott, hä? Wie bin ich denn da geflogen? Hey, Domi. Und das wird nix. Oh. So, hat schon mal besser geklappt als beim ersten Mal. Ups. Nein. Nein, also für den Zuschauer, wir haben hier schon mal anderthalb Löcher gespielt, dann hat's den Taylor leider rausgehauen. Aber den wollen wir ja mit dabei haben. So, deswegen. Also bis hierhin kennen wir es gerade noch, aber dann wird's neu. Nein! So, wer möchte diesmal pushen? Das ist jeder einzeln. Ja. Ach so, man sieht's nur wieder erst, wenn man selber geschlagen hat. Ja. Was mache ich denn? Birdie! Machen wir es denn jetzt mal? Machen wir mal so. Ah, blöd. Hi. So. So, also ab hier dann, beziehungsweise ab dem nächsten Loch jetzt Premiere für uns. Ja, das mit dem Stein ist eine Funktion. Die kenne ich ja noch gar nicht. Hui. Ah, schön. Oh. Nein, so knapp. Man muss aber auch tatsächlich sagen, ich abstürzen sehen. Bei Golfit macht es eigentlich gar keinen Unterschied, so wirklich, ob du die Karten kennst oder nicht. Nee. Bei mir ehrlich gesagt schon, weil ich manchmal schon ratlos bin bei den Wegen. Ja, gut, aber du musst ja dann trotzdem richtig schlagen. Ja, vor allem klar, damit, ne? Mit dem Hard Mode dann Ja, stimmt. Hard Mode ist eher richtig. Ja, wo er Hard Mode sagt, da wird's gleich hart bei mir. Wie soll man denn hier schlagen? Was tust du denn da? Manchmal merkt man auch hinterher, wie viel Glück man bei einem Schlag hatte, wenn man bei anderen sieht, dass sie da erstmal ein paar brauchen, um richtig zu landen. Es kommt ja doch auf feine Abstimmung an, und wenn man die einmal durch Zufall getroffen hat, dann ahnt man gar nicht, wie schwer das eigentlich war. Ja, da musstest du gerade richtig leicht schlagen. Mhm. Aber bei anderen Löchern kann das ja wieder ganz anders sein. Tja. Hm. Ja gut, dann da rein. Nein! Aha. Oh, da liege ich aber gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich springe die ganze Zeit über den Rand. Meine Güte. Ah, oh, das war wirklich knapp. Wäre mir auch fast passiert. Naja, dann eben so. Dachte schon, da will sich wieder einer helfen lassen. Der wäre da liegen geblieben, garantiert. Was? Das kam doch noch nie vor. Nein. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was? Wow. Ich flieg immer aus der Bahn raus. Was bleib liegen! Was ist denn das hier für eine Sackgasse? Hm. Oh, ich bleib tatsächlich liegen. Nein. Ah, das war blöd. Ach, da geht's. Oh, sowas kann ich gar nicht. Na gut, jetzt liege ich wenigstens hier am Rand. Immerhin gleich viele Schläge wie Domi. Oh, das kann ich gar nicht. Oh, ich kann's doch. Oh nein. Schon wieder zu zart. Ja, du bleibst okay, bleib liegen. Ja, das geht doch. Du bist maximal weit weg. Ja. Ah, mal gucken. Oh, diese zwei Pixel, die Das war blöd. War eigentlich schon gut dosiert, aber nicht gut genug. Dahinter müsste ein Booster sein, der einen wieder komplett runterrollen lässt. Ja, bitte.
Aha, das ist doch viel zu offensichtlich. Aber was soll man auch sonst machen? Ich wollte gerade sagen. Ja. Und hui. Taylor, mach einfach. Hm, ja. Bevor wir hier Kollision shit. Haben oder so. Shit. Nein! Achtung, jetzt darf ich aber. Ich mach's dir direkt nach. Schön. Was macht ihr denn da oben? Ja, einmal zu doll halt. Obwohl es gar nicht so doll war. Aha, ich hab ein Déjà-vu. Yay! Oh, ein netter Schlag. Oh Mann, wie schwer kann es sein, dieses blöde kleine Loch hier zu treffen? Dadurch, dass du die Plattform ja runterhüpfst die ganze Zeit, spring ich immer über den Rand. Hm, ich sehe das. Der Nebel ist immer noch schön. Ja, der Nebel ist cool. Oh, da hat einfach jede Ebene einen Schlag mehr gebraucht. Also keinen habe ich in einem Schlag geschafft. Olli, mir fällt gerade auf, so mein Wortspiel mit dem vom Dschungel verschluckt taucht ja gar nicht mehr auf. Oh je. Oh. Kannst ein Outtake bei dir reinschneiden. Hä? Ja. Ich bin rausgeflogen. Oh, nein. Oh, man darf nicht, man darf die nicht berühren. Alles klar, ich dachte, man muss es nutzen. Aha. Ja, nee. Ja. Gut, das kann doch jetzt aber auch nicht so schwer. Doch, kann es. Nein! Jetzt liege ich ungünstiger. Okay, warte, wir haben no reset. Nein! Oh Gott. Dann okay, schön doll. Ich hab nicht mal einen Vorteil. Ach, da oben ist auch sowas. Jetzt verstehe ich's. Ja. Jetzt bin ich oben auch einmal ran. Ah. Oh, das war knapp. Das war sauknapp. Und? Oh, und? Oh, oh. Und? Nö. Wer hat sich dann echt so gefreut? Ah! Achso, ach, er wartet auf mich. Wie schön. Ja. So lange warten. Ich komme von der anderen Seite. Ach, schade. Ach. Oh, wieder ein Stein. Ah. Na dann. Ach so. Warum ist da ein alternativer Weg? Also es ist nicht wirklich ein alternativer Weg, oder? Ich guck gerade auch. Es ist ein alternativer Weg. Die Frage ist, wie doll muss man eigentlich pushen? Du musst ihm das eigene schnupfen. Ach, na toll, jetzt sehe ich es auch. Scheiße. Ich habe mal den nicht alternativen Weg genommen. Ja, ich fürchte. Also ohne Stein. Ich glaube tatsächlich, dass sich das nicht viel nimmt. Ach so, in dem Sinne, ja, alternativ verstehe. Ups. Nö, nicht so. Der Stein hat mir sogar geholfen. Ach. Ah! Ja, warum? Bei mir war der Stein und ich bin wieder zum Loch geflogen. Aha. Ein kleiner Cheater. Flupp. Man denkt irgendwie jedes Mal, man schafft es schneller und dann muss man halt ein paar Schläge investieren hier. Das ist so das Gefühl, das ich bei dieser Map gerade habe. Ja gut, schneller ist ja nicht gleich. Hä? Müssen wir auf die untere Ebene? Oh, netter Schlag, Domi. Oh, so, ja. So. Okay. Wie bist du da liegen geblieben? Ich bin einfach weit genug geflogen. So als Rampe hätte ich das aber auch nicht direkt gesehen, aber die geht so ein bisschen hoch hier. Ey! Ach du Schreck. Ah, so ist das auch. Ups, so. Aha. Oh! Endlich holt ihr meine Schläge nach. Gefühlt eigentlich schon länger, aber. Stein von hinten. Was? Aha. Ach, hey. Moin. Ah, diese Mechanik mit dem Stein finde ich cool. Ja. Nein! Zu knapp. Huh. Du musst ihn von der anderen Seite stoßen. Ich hab hier doch keinen Tipps. Wäre ich vielleicht auch Zweiter. wo ich ihn treffen muss, ist mir schon klar. An der harten Stelle. Oh. Nicht an der weichen? Sah das anders aus, wie ich gespielt habe gerade, als wenn ich orientierungslos gewesen wäre? Na dann. Also, als hättest du versucht, ins Loch zu kommen. Nee. Ich wollte einen richtigen Winkel treffen. Hi, Robi. Das war alles. Hallo! Oh, da liege ich gar nicht so verkehrt. Oh! Nein! Ja, das könnte man. Ist doch nicht wahr. Was muss wieder Onkel Spielsatz-Fail kommen hier, ne? Ich weiß gar nicht, was du so meinst. Ups! Ich wollte dich zuerst wegschlagen und sagen, warum hilfst du mir nicht? Aber ich lass es mal lieber. Das ist ja freundliches Golf hier leider. Aha.
Oh nein! Ah, verstehe. Ja. Nein. Übrigens, gut, wenn die Folge rauskommt. Freundliches Golf! Oh, boah, ich flieg wieder um, du Arsch! Wenn die Folge rauskommt? Ja. Dann ist es zwar eh schon soweit, aber ich habe jetzt übernächste Woche Urlaub. Yay. Und ich merke jetzt, wie sich eine Erkältung anbahnt. Ach, schön. Sollten wir vielleicht ein paar Folgen im Voraus aufnehmen? Nein, so schlimm ist das nicht. Ist ja bloß eine Erkältung. Nein, ich hätte fast eine Abkürzung gehabt. Das sieht ja interessant krumm aus, diese Rampe da, so vom Muster her. Na gut, ich probiere es auf der linken Seite. Ach so. Darf das? Ja, ich lieg dann hier mal. Nein, darf nicht, okay. Ach je. Also Dollar. Oh, danke schön. Oh. Ich lieg genauso wie vorher. Ach super. Ich hab's gesehen. In stillem Gedenken an Max. Super. Super. Habe ich gerade stillem Gedenken gesagt. Der Zuschauer soll nichts Falsches denken. Super, super. Oh, na komm, komm, komm. Nein. Oh. Das wäre auch nochmal fast drüber gehüpft. So. Das ist ein cooler Trick. Hast du mich echt da wieder hochgebracht, das? Also. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, du hast das mit Absicht gemacht. Nein. Nein. Ich habe extra gerufen, freundliches Golf. Okay. Das stimmt. Hat sowas gesagt. Na, na toll, genau hier in die Ecke rein, kann ja wohl nicht wahr sein. Tiger Woods Version ist dann frauenfreundlich. Ach nö. Und? Oh. Jetzt liegen wir hier alle schon. Was? Wie schafft man sowas? Hey! Moment mal, da setze ich mich aber zurück. Nein! Warum klappt denn es nicht? Das war nicht mal meine Schuld jetzt. Lag doch schon oben. Ach, überhaupt nicht, wa? Ja, manchmal nimmt er das nicht an. Mich hat er ja auch vorhin hochgesetzt. Geht nicht? Doch, geht. Ha! Man hätte doch genug schlagen können. Waren da zwei übereinander, oder was? Ja. Bei mir tut sich da nichts. Gar nichts. Ach, je. Okay. Haha. Da hat die Kollision versagt. Oh, jetzt aber. Jetzt hat er es erst angenommen. Hoppala. Nein! Wie konnte ich das verkacken? Mit Stil! Mit Stil! Cool wäre es, wenn diese Blöcke die anderen wegstoßen würden. Ja. Also wäre seltsam, wenn die alle synchron wären. Ja, und das wäre das erste Mal, dass Golfitz es schafft. Könnte man bestimmt ganze Karten erstellen, bei denen es dann darauf ankommt, wirklich die anderen daran zu hindern, ins Ziel zu kommen. Ah, jetzt, ich höre es schon richtig rattern, wie die Fantasie gerade wieder mit einem durchgeht. Mit einem Domi. Nein! Oh, Domi? Oh! Oh, schön. Nein! Komm! Ach, die Pilze stören ja überhaupt nicht. Verdient. Ich sag bloß verdient. Ich sag's aber freundlich, du hast das wirklich verdient. Nein! Das ist jetzt irgendwie. Ich liege eh zu weit hinten, ich hab eh keine Chance mehr. Weiß ich nicht. Oh Gott, bitte. Oh, ja! Gut, das war gar nicht so leicht. Außerdem ist das noch gar nicht vorbei. Es war noch 15, glaube ich. Ja. Oh. Fuck! Ach Mist. Ah, nein, stopp. Oh! Oh! Ich hab nicht gesehen, dass du vor mir gespawnt bist. Entschuldigung. Nein! Ja, das klappt nicht besonders gut mit den Rücksetzpunkten hier. Nein! Muss ich mal sagen. Boah, scheiß die Wand an. Okay. Ja, da freut er sich, ne? Oh, ja, die Sammelpunkte. Ich würd sagen, irgendwie sieht hier aber auch vieles gleich aus. Ich denke immer, ich werde auf frühere Bahnen zurückgeworfen, wenn ich teilweise so die Rampen sehe. Das ist das Dschungelsyndrom.
Du glaubst immer an derselben Stelle schon mal gewesen zu sein. Freundliches Spiel! Erinnere mich nicht an Shadow Alter, of the Tomb Raider. Du warst Red of Stones, du Arsch! Wie bist Red du denn Red of Stones? Wie viele Schläge hast du gebraucht? Domi ist von der schnellen Sorte, der hat eine hohe Schlagfrequenz. Entschuldigung, das wusste ich nicht, wie viele Schläge du hast. Hat der mich ernsthaft rausgestoßen? Red of the Strokes. Ja. Wie, warte, du hast gar nicht mehr geschlagen, oder was? Ich wollte schlagen. Und dann hast du mich getroffen. Taylor so. Kann nicht schuld sein. Du hast doch deine Schläge verbraucht. Tatsächlich, ja. Die zwei Strafschläge, ne? Was ist denn da jetzt? Wo soll es denn da hochgehen? Sehe ich schon wieder was nicht? Da ist so eine Rampe mit einem minimalen Schlitz oben. Ey, sorry, jetzt ist aber mal Zeit für V. Jetzt reicht's. Wenn du eine Rampe siehst, einfach hochschlagen, würde ich sagen. Habe ich gerade gemacht und bin zurückgeprallt. Deswegen. Oh. Vielleicht bist du zu fett fürs Loch. So, jetzt. Ja, jetzt. Der Schlitz ist eigentlich deutlich zu sehen. Und jetzt geht's ab ins Loch. Haha. Ha. Du warst einfach zu schnell. Ja. Zu voreilig. Ja, genau. Konnte mich nicht gedulden. Oh, das ist... Ah, okay. Gewieft. Das ist gedrollt. Ja. F und R are not allowed steht hier. Na gut, ich habe ja V benutzt. Ach, hier auf der erst. Ups. Funktioniert ja außerdem nicht. Nicht so, wie man es braucht, jedenfalls. Hä? Was mache ich denn? Mikroschlag. Ja, Gratulation. Ich check's gerade nicht, weil... Ach, ich glaube, ich hätte zwischendurch den Stein schieben müssen, kann es sein? Du hättest ihn einmal zur Seite schieben müssen. Roll weiter. Das wird jetzt schmerzhaft, weil den habe ich verpasst. Scheiße. Oh, das wird jetzt schmerzhaft. Was hilft mir denn das, wenn der da... Hä? Und jetzt hoch. Jetzt kannst du den oben am Ziel, kannst du den dann runterstupsen. Jetzt muss ich wieder hoch. Ja. Ja, das wird schmerzhaft. Vor allen Dingen, das jetzt noch in der Zeit zu schaffen, auch toll. Ach, stimmt. Du bist bei mir im Stein. Im Felsen. Welchen soll ich... Ach, den kann ich jetzt treffen, ja? Das Push funktioniert jetzt bei dem oberen. Ja, richtig, genau, weil der nicht mehr blockiert ist. Oh, shit, ey, das wären ja 11 Schläge. Wenn ich es den jetzt schaffe. Zeitlich schaffst du es. Ach so, der war nach hinten blockiert, ja. Mhm. Eigentlich einfachste Logik hier. Autsch. Nicht so gut. In Progress. Cool, aber dieses Letzte... Jetzt diese Spannung, wo man wohl steht. Ich meine, einer von uns weiß es, aber zwei eben nicht. Ich habe eine Vermutung, aber die äußere ich diesmal nicht, weil ich immer falsch liege damit. Kim? Wahoo! Ich habe einen Samurai-Hut. Das habe ich auch noch nie gesehen. Wegen den zwei Strafschlägen, Alter. Das stimmt ja tatsächlich. Aber hier, unter Paar. Ja, stimmt. Wow. Gut ab. Danke, das hätte ich jetzt aber auch gar nicht gedacht, weil es hat sich mittelmäßig mühsam angefühlt. Also nicht total mühsam, aber immer so ein Stück hinter dem, was man eigentlich schaffen wollte. Aber wenn du mal guckst, die Pars sind sehr hoch angelegt. Jetzt macht er hier meinen Sieg madig. Mäh. 7, 5, 5, 5, aber da, 6. Du musstest aber auch oft hin und her und hatte gerade zum Schluss nochmal. Ja. Aber eine schöne Map. Aber das war echt ein Riesenvorsprung, also. Jetzt finde ich sie auch wieder toll. Haha. Der hätte ich lieber Olli aufhalten sollen, aber der nimmt das nicht so locker. Hier ist Competition angesagt. Ich spiele doch hier nicht zum Spaß. Ich bin doch immer für die 100-Lochbahn-Stream-Challenge. Ja. Bin ich dabei. Im Stream, oder was? Naja, klar, könnte man streamen. Ich werde es wahrscheinlich nicht streamen. Würde es nicht streamen. Würde schön lange dauern, ja. Ja. Die ein oder andere gibt es ja, wo wirklich richtig viele Löcher verbaut sind, ne?
Gibt ja das 24-Stunden-Rennen, aber machen wir ein 24-Stunden-Golfit. Ja. Oh nein. Einfach ein Loch nach dem anderen und irgendwann hast du am Ende dann eine Punktezahl von 2 Millionen oder so. Die 24 Stunden von Le Golf. Ich bewundere deine mathematischen Fähigkeiten. Ja. Naja, gut. Ach, wir beenden es mal an dieser Stelle. Ja. Ja. Und ich mach's kurz und sage, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Schaut auch bei den anderen vorbei und tschüss. Tschüssi. Tschüss.